Traum. Natürlich muss sie vor dem endgültigen alles darauf legen, ihre Begehrenssammelkörbchen aufzufüllen, um durch Absprießung eine Erneuerung des Lebens zu bewirken. Aber von wem sie sich da anpieksen lässt, darauf kommt es schon an, in drei Auswahlstufen. Gestern bereits diese Sphärenblasen am dissipativen Körper sind widerständig elastische Eihülsen, gegen die oder die eben die Spannungsenergie, das nicht sofortige ausgelöscht werden, das nicht sofortige umtransformiert werden, als Festungen in der Brandung hinaus schieben, wobei man unterscheiden muss, dass an Code nur das überliefert werden kann, was diese weichfleischlichen Körper an Wissen weiterzugeben vermögen durch diese Ewigkeitsbibliothek, während die individuellen Erlebnisse dieses Bewusstsein, das sich als Gleitfilm an den Erinnerungsspeicherspuren im Arbeitsspeicher aufspannen, sobald dieser Arbeitsspeicher gelöscht wird und der Strom ausgeht, da es keine Festplatte gibt, wie eben die DNA-Doppelhelix, in der das Aufzeichnen zeichenbar wäre, denn diese Festplatte müsste ja ebenso groß sein als Spiegelabbild wie das gesamte Universum, das sie sich da als Vorstellung macht. Wobei man ja auch weiß, dass immer nur bestimmte Erinnerungsspuren überschrieben werden und der Rest wird sowieso als Trash gelöscht. Also diese Brandungen diese Festungen in der Brandung, diese elastischen Seifenblasen und Eihülsen, die da herumwabern und so leicht nicht kaputt zu treten sind, wie diese Slimies, diese Gummibällchen mit Acrylat gefüllt. In Analogie dazu, wie das alles Materialisierte die Festung in der Brandung innerhalb des Nichts-Virtualraums darstellt, das auch sich wehrt, sofort vollständig vernichtet zu werden durch Finden des passenden wieder Parathalbkugelwesenteilchens und somit nur durch immer höhere Kompression am Ende, durch Implosion in ein schwarzes Loch verschwinden gemacht werden können. Mir ist dann aufgegangen, dass diese Gravitation oder wie wir sie nennen, Begehrensgravidität, ebenfalls nach der gleichen Newtons des Massenprodukts geteilt durch Abstandsquadrat, eben durch dieses sich schaudernde Nichts-Virtualraumfeld, sprich die dunkle Energie, bewerkstelligt wird, der in den leeren Räumen dazwischen diese Körper aufeinanderpresst, in dem Schreckschauer vor dem Verschmutzten,
Wobei natürlich die Gravitationskraft jener Andruckkraft des Nichtsraums oder jener Flussgeschwindigkeit des Nichtsraums entspricht, sprich der Ausdehnungsgeschwindigkeit der gesamten Blase, sodass man sich das etwa so vorstellen kann, wie man beschreibt, dass ein Flugzeug durch den Unterdruck, durch den Sog, der die gebogenen Flügel schneller umfließen müssen, denn Luftmoleküle nach oben gesogen wird, so wird Materie dann aufeinander gezogen, durch die sie schnell umfließende, fluktuierende Nichtsraum-Virtualität der sich ausdehnenden dunklen Energie. Und das zieht dann alles runde an den Oberflächen mit einer konstanten Geschwindigkeit zusammen, bis es überpappsatt, übervoll wird und dann in sich implodiert, wenn nicht nur ein kleiner Zwerg oder ein Neutronenstern daraus wird, sondern gleich ein schwarzes Loch. Bei Größe als, ich weiß nicht mehr, 1,4 Sonnenmassen habe ich gehört. Oder ist das der Neutronenstern? Die schwarzen Löcher sind erstaunlich groß. Das geht bis von ein paar Sonnenmassen bis zu einem schwarzen Loch in unserer eigenen Galaxie, das schon unersättlich groß ist, aber es gibt noch weitaus größere Löcher. So groß ist sogar, dass das ganze Sonnensystem in seinen Durchmesser 11-mal hineinpassen würde. Diese Unvorstellbarkeiten alle überall.